Der DAX hat vor wenigen Minuten den Handelstag mit einem Minus beendet, mal wieder. Am Morgen war der deutsche Leitindex noch leicht geklettert, doch die Nervosität an den Börsen bleibt. Wer von diesem Auf und Ab an den Aktienmärkten schweißnasse Hände und graue Haare bekommt, das haben Sie eben schon gesehen, dass ich graue Haare bekomme oder mir die Haare ausfallen, der sollte jetzt unbedingt dranbleiben, denn dann ist dieses Online-Seminar genau das Richtige für Sie. Zum einen ist es möglich, beim Trading von diesen Schwankungen zu profitieren und zum anderen ist es in solch schwierigen Phasen wichtig, die Ruhe zu bewahren. Und genau darum soll es in den kommenden 60 Minuten gehen. Guten Abend und herzlich willkommen nochmals zu diesem Live-Seminar auf Finanzen.net. Mein Name ist Markus Gentner und ich bin heute Abend Ihr Moderator. Schön, dass Sie sich so zahlreich mit Ihrem Computer, Tablet und auch Smartphone hineinklicken und nach wie vor hineinklicken in diese hineingeklickt haben und nach wie vor hineinklicken in diese Veranstaltung. Ich behaupte mal, dass es sich heute besonders lohnt, dabei zu sein. Wir haben nicht nur ein spannendes Thema, wir haben auch einen echten Trading-Profi zu Gast. Das haben Sie bereits gesehen. Markus Gabel, seit über 20 Jahren als geprüfter Vermögensberater und Trading- und Life-Coach unterwegs, wird uns gleich zeigen, wie Sie mit ruhiger Logik und einer vernunftbasierten Strategie in unsicheren Marktzeiten renditeorientiert agieren. Guten Abend, Markus Gabel. Willkommen bei Finanzen.net. Markus, einen schönen guten Abend. Schön, dass ich hier da bin und da sein darf. Es ist eine große Ehre für mich, heute für Finanzen.net zu sprechen und so ein bisschen meine Geschichte mit euch zu teilen, mit allen zu teilen. Und ja, ich bin schon ein paar Tage mit im Markt und ich werde dann natürlich ein bisschen noch ein paar Wörter noch zu mir selber sagen, wenn wir einsteigen. Aber erstmal vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ja, uns freut es auch sehr und mich persönlich freut es auch, dass wir mal wieder miteinander das Vergnügen haben. Du bist ja nicht zum ersten Mal bei Finanzen.net und die meisten unserer Zuschauer werden dich wahrscheinlich kennen. Aber vielleicht ganz kurz für die, die dich noch nicht so gut kennen, sag bitte mal ein, zwei Sätze zu dir und deiner Arbeit. Ich bin Trader, genauso wie jeder andere auch, kämpfe jeden Tag auch meinen Kampf an den Märkten. Vielleicht habe ich einen einzigen Vorteil, ich mache das schon seit 23 Jahren und habe eine Ausbildung im Finanzbereich genossen und bin nur deswegen heute hier, weil ich Mentoren hatte oder immer noch habe, die mich auf meinem Weg lange begleitet haben und immer noch begleiten. Und meine Aufgabe besteht darin, mein Wissen weiterzugeben und Chancen aufzuzeigen, wie man trotz dieser, naja, nicht ganz so tollen Umstände, mit denen wir momentan kämpfen, an der Börse durchaus auch erfolgreich sein kann. Und ich würde sagen, da gibt es so gar eine Garantie dafür, wie man das machen kann. Jetzt bist du der Coach, profitierst nicht mehr von anderen Coaches, sondern du bist derjenige, der sein Wissen weitergibt. Bevor wir gleich in deinen Vortrag einsteigen, möchte ich Sie, verehrte Zuschauer, gerne noch schnell auf unseren Webinar-Chat hinweisen. Wenn Sie Fragen oder Verständnisprobleme haben, dann können Sie mich jederzeit während dieses Events anschreiben, also uns quasi. Ich kann den Chat dann entgegennehmen und auch an Markus Gabel weiterleiten. Einige Fragen werde ich auch mal direkt aufgreifen und an unseren Experten und unserem Experten stellen. Ansonsten sammle ich die Fragen und wir werden am Ende der Veranstaltung noch eine kleine Fragerunde machen und dann hoffentlich auch alle offenen Fragen klären. Ja, und nun, Markus, legen wir direkt los, oder? Du darfst deinen Bildschirm gerne mit uns teilen. Ich werde dir mal die Übertragungsrechte zuweisen. Fenster sollte nun bei dir aufploppen und dann kannst du direkt deinen Bildschirm auch an uns alle übertragen. Und ja, leg gerne los. Ich hoffe, das klappt jetzt alles. Nach dem schwierigen Anfang mit technischen Problemen sollte jetzt auch hoffentlich alles klappen. Ja, leg gerne los. Ich bin gespannt, was du uns heute mitgebracht hast. Und damit Sie, liebe Zuschauer, auch Markus Gabel mit voller Aufmerksamkeit und mit Vollbild folgen können, werde ich mich jetzt ausblenden. Da ist es besser, Sie sehen die Präsentation im Vollbildmodus. Also Markus, leg gerne los. Sehr, sehr gerne, Markus. Vielen Dank für deine angenehme und schöne Einführung. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich stehe heute nicht als Lehrer oder Referent vor euch, sondern genauso als Schüler, als Student, denn ich bin ja immer noch in Ausbildung, würde ich mal sagen. Meine Mentoren begleiten mich bis zum heutigen Tag. Und da bin ich auch sehr, sehr dankbar dafür, weil ich natürlich nie die Erfahrung und das Wissen meiner Mentoren erreichen werde, weil die sich auch immer weiterbilden. Das ist das Interessante daran, dass wenn man das Thema Börse verinnerlicht hat, dass man sich dort immer weiterentwickeln
muss, um im Trading langfristig auch bestehen zu können. Deshalb ist es meine Aufgabe, meine Geschichte heute, meine Story ein bisschen mit euch zu teilen und mein Wissen, meine Erfahrung einfach nur weiterzugeben. Und vielleicht mag ja der eine oder andere Gedanke da dabei sein, der für dein eigenes Trading durchaus erfolgreich sein kann. Ja, zuerst möchte ich gerne zwei Fragen stellen und du darfst virtuell einfach mal die Hand heben. Und die Frage lautet, wie viele von euch kämpfen denn immer noch mit Trading? Wie viele tun sich da immer noch schwer, das Ganze erfolgreich hinzubringen? Ich vermute, der eine oder andere würde jetzt virtuell die Hand heben, der eine oder andere mag sagen, nee, bei mir bin ich schon erfolgreich. Andere sagen, naja, mal ist es so und so und es ist immer noch ein täglicher Kampf. Zweite Frage, wie viele von euch kennen dann Regelwerke, haben vielleicht sogar eins und wie viele von euch haben sich geschworen, es beim nächsten Mal definitiv anders und besser zu machen. Auch da wird sicherlich der eine oder andere dabei sein, der sagen, ja, ich mache immer wieder Fehler und ich wüsste es besser und trotzdem fällt es mir beim nächsten Mal wieder so schwer. Nun, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, ich habe eine sehr, sehr gute Nachricht für dich heute Abend. Die gute Nachricht ist, du kannst nichts dafür. Alles gut, du kannst schlicht und ergreifend nichts dafür. Für den Börsenmisserfolg bist du nicht verantwortlich. Das ist revolutionär. Vielleicht tröstet es dich ein bisschen. Ich kann dir sagen, wer dafür verantwortlich ist. Es ist dein Gehirn. Weil dein Gehirn schlicht und ergreifend nicht fürs Trading ausgelegt ist. Kennst du den Unterschied oder wie definiert sich der Begriff Logik? Da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Das ist nämlich wichtig. Und was ist das Pendant zu dem Begriff Logik? Auch das muss man verinnerlichen, damit Trading am langen Ende erfolgreich sein kann. Deswegen habe ich euch heute Tools mitgebracht, die dir, die euch im Trading helfen können, dieses zukünftig, ich würde sogar sagen wollen, garantiert erfolgreich betreiben zu können. Aber zuerst möchte ich allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern von Herzen Dankeschön sagen, dass ihr mir heute Abend eure kostbare Lebenszeit schenkt, denn es ist das Wichtigste, was wir uns als Menschen gegenseitig geben können, das ist Zeit. Zeit tickt einfach vor sich hin. Oder wie es ein schöner Spruch aus dem Film Alice im Wunderland so schön heißt, Zeit ist ein Schurke, nicht wahr? Zeit heilt zwar irgendwann vermutlich alle Wunden, aber auf der anderen Seite tickt Zeit auch brutalst vor sich hin. Und sie tickt und tickt und tickt und läuft einfach ab. Und wir können schlicht und ergreifend nichts dagegen tun, um Zeit anzuhalten. Ja, wir können sie ein bisschen ausdehnen und deshalb freue ich mich, dass ich auch heute meine Zeit mit euch verbringen darf und dass du mir auch heute deine Zeit schenkst. Und vermutlich bist du in dieses Webinar reingekommen mit einer einzigen Frage. Was habe ich davon heute Abend, dass ich dir, Markus, zuhöre? Und die Frage hatte ich auch jahrelang immer im Kopf, als ich mich in Webinare eingeklinkt habe. Ja, was hast du davon? Und ich möchte dir Mehrwert liefern. Ich möchte dir einen genauen und klaren Weg aufzeigen, wie Börsenhandel erfolgreich gestaltet werden kann. Wenn du natürlich deinen Weg schon gefunden hast, vielleicht ist noch ein anderer Gedanke mit dabei, aber ich vermute mal, dass jeder, der heute Abend da ist, noch ein bisschen mit dem Thema zu tun hat, sonst würde er seine kostbare Lebenszeit nämlich deutlich anderweitig verbringen. Und das ist meine Aufgabe, meine Geschichte zu erzählen und euch Tools an die Hand zu geben, Werkzeuge an die Hand zu geben, mit denen du tatsächlich strukturiert, aber auch mit einem menschlichen, ja, Emotionen auch erfolgreich an der Börse zu tun hast und deine Freude und deinen Spaß am Trading nicht verlierst. Denn Trading ist auch durchaus in der Lage, dir den Spaß gründlichst zu verderben. Nun ja. Vielleicht mag sich einer Gedanke, eine oder andere fragen, was hast du denn überhaupt vorzuweisen, Gabel? Ne? Was labern kann ja jeder, nicht wahr? Aber was hast du denn vorzuweisen? Nun, möchte ich dir gerne zeigen. Ich habe da mal was vorbereitet, wie es so schön heißt, nicht wahr? So, und hier siehst du eine Auswertung.
Na, die fängt 1999 an. In der Tat habe ich tatsächlich 1999 mit Trading begonnen. In der Tat. Aber das ist nicht meine Auswertung, sondern das ist eine Auswertung eines Trendfolgers, eines Hedgefonds, Trendfolgefonds aus den USA, Mulvaney Capital. Und ihr seht schon, da sind deutliche Minuszahlen drin, aber auch sehr, sehr große und wunderbare Pluszeichen stehen da davor. Und wenn man das Ganze durchrechnet, kommt man irgendwo auf einen Mittelnettowert von circa 40, 50% pro Jahr, der es erfolgreich gearbeitet werden kann. Ich zeige euch noch einen, ja, der ist noch deutlich älter, der geht bis in mein Geburtsjahr zurück, 1970. Das ist Dunn Capital, Dunn Capital heißt sie genau. Und ihr seht schon, auch dort sind Hochs und Tiefs, aber in Summe dessen steht am Ende eine sehr, sehr klare positive Performance. Jetzt wirst du wieder sagen, ja, das ist ja hier, denn die großen Big Guys, was machst du denn? Naja, ich kann es jetzt sagen, ich mache genau das Gleiche. Ja? Ich mache genau das Gleiche. Ich zeige euch jetzt mal kurz so zwei, drei Ausschnitte von Konten, die ich selber trade. Ihr könnt euch die Zahlen, könnt euch selber anschauen, die dort stehen. Ja, das sind momentan laufende, offene Gewinne, 67%, die offen stehen hier an meinen Positionen. Das ist hier ein Live-Konto. Ihr seht es hier auch eingeblendet. Das ist ein Live-Konto, das ich selbst als einer der wenigen in ganz Deutschland seit 5 Jahren öffentlich führe. Und ihr seht schon, da waren jetzt 3 gute Jahre. Dieses Jahr wird auch vermutlich mal noch positiv enden. Im Mittelnettowert habe ich hier einen Schnitt von circa 20%, was für ein sauberes Trading durchaus reicht, wenn man jetzt mit größeren Konten natürlich tradet. Wenn man davon leben möchte, dann sollte sowas, ja, sag ich mal, monatlich ungefähr davor stehen. Aber das ist eine Illusion. Das ist der Wunschtraum an dieser Geschichte. Ja, so, und das ist nun mal der Punkt, warum ich sage, ich bin durchaus in der Lage, mein Wissen zu teilen, weil ich genau das tue, was mich meine Mentoren seit 20 Jahren gelehrt haben und bis heute auch noch lehren, weil ich muss auch jeden Monat Report abliefern bei meinen Mentoren. Und wenn ich es richtig mal wieder verkacke, auf Deutsch gesagt, dann muss ich wieder ein schweineteures Abendessen in Frankfurt bezahlen. Und das ist richtig, richtig teuer jedes Mal. Und wir sind Menschen, wir machen alle Fehler. Warum wollen wir heute über Logik sprechen? Was ist mein Warum? Wieso teile ich mein Wissen mit euch, wenn ich doch so erfolgreich bin? Ja. Nur mein Warum dahinter ist meine Lebensgeschichte. Ich sitze jetzt hier in Straubing, das ist irgendwo zwischen Passau und München, vielleicht kennst du der eine oder andere. Und ich habe hier Blick, mein Büro ist hier am Hafen Straubing und da links von mir, von dir aus gesehen rechts, fließt die Donau vorbei. Und ich habe dieses Büro hier gewählt, weil es mich immer an meinen dunkelsten Punkt in meiner Trading-Karriere erinnert. Ich habe durch Trading alles verloren. Meine Arbeit, mein Selbstbewusstsein, mein Geld und auch, das war das Allerschlimmste zu diesem Zeitpunkt damals, meine Familie verloren. Die hat mich nämlich in meinen Tiefspunkten schlicht und ergreifend verlassen. Zu Recht. Frauen und Kinder verlassen als erstes das sinkende Schiff. Und wenn du mit Trading anfängst, bist du ein sinkendes Schiff. Und ich stand dort an der Donau, hatte keinen Lebenswillen mehr, hatte keinen Sinn mehr im Leben und wollte einfach nur einem Ende in meinem Leben ein Ende bereiten. Gewisse Umstände haben es dann verhindert und deswegen stehe ich heute vor euch. Mein Warum ist es, meiner Lebensaufgabe gerecht zu werden, mein Wissen in einer Form zu teilen, dass du etwas damit anfangen kannst, damit du bitte, und das kommt vom tiefsten Herzen, bitte nicht in die Situation kommst, in traurige Kinderaugen schauen zu müssen oder in traurige Frauen- oder Partneraugen schauen zu müssen, weil es nicht funktioniert. Das ist mein Warum. Deswegen gebe ich mein Wissen weiter und deswegen bilde ich aus und deswegen begleite ich Menschen auf ihrem Weg zum Börsenerfolg. Was mich gerettet hat, war letztendlich meine Mentoren, die mir gezeigt haben, dass Trading eine zutiefst logische Geschichte ist. Nun, wie definiert sich Logik? Logik definiert sich in einer Form, immer das Gleiche zu tun und dasselbe Ergebnis zu erwarten. Das ist die Definition von Logik. Also ich lerne etwas, ich tue das Gleiche, ich erwarte das Gleiche Ergebnis. Ne? Ein Kochrezept als Beispiel.
probiere ich aus, ich verfeinere es, ich verbessere es, dann mache ich es immer gleich, ich bekomme immer das gleiche Ergebnis, es sei denn, ich verwechsel Zucker mit Salz als Beispiel. Arbeitstechnisch in unserem ganzen Leben, wir sagen zum Beispiel auch sehr gerne, wenn du 10.000 Stunden in ein Hobby investierst als Beispiel, dann kannst du dieses nach 10.000 Stunden, kannst du Geige spielen, Klavier spielen. Vielleicht bist du kein Meister, vielleicht bist du kein Künstler in dem Sinne, aber man kann davon ausgehen, dass man eine Investition von 10.000 Stunden, dass man sagt, ich beherrsche eine Fremdsprache. Hier liegen zum Beispiel Bücher oder hier liegen hier Unterlagen, weil ich gerade, ich habe jetzt jahrelang Englisch mir noch gelernt, jetzt lerne ich Thailändisch, weil ich die Mission gerne nach Thailand, auch nach Asien gerne bringen möchte. Man investiert sehr viel Zeit und dann kann man das irgendwann dann auch sprechen. Und in der Regel vergisst man das auch nicht mehr. Das ist die Definition von Logik. Was ist aber jetzt die Ursprungsform oder die Bedeutung von Logik? Das eine war die Definition. Was ist die Bedeutung von Logik? Und Logik hat seinen Ursprung im griechischen Wort Logos. Und Logos, der eine oder andere von euch hatte vielleicht Griechisch oder Altgriechisch in der Schule oder in der Uni, der weiß, dass Logos Vernunft bedeutet oder heißt. Weltvernunft, göttliche Vernunft, menschliche Vernunft. Logos ist gleich Vernunft. Nun ja, ich möchte jetzt, traue mich jetzt fast gar nicht, die Frage zu stellen, wie viele von euch würden von sich behaupten, sie handeln vernünftig an der Börse. Ich kann es von mir heute behaupten, ja, aber die letzten Jahre oder bis ich meinen Weg gefunden hatte, definitiv nicht. Ja. Und die Menschen, die ich begleite, kommen zu mir, weil sie eben nicht mehr vernünftig handeln können. Und wie gesagt, habe ich vorhin schon gesagt, da kannst du nichts dafür. Alles gut, ja, ist einfach nur dein Gehirn, was dir da nicht mitspielt. Und genau deshalb müssen wir die Logik zurückbringen. So, was ist denn das Gegenteil von Logik? Darüber schon mal Gedanken gemacht? Ja, der Inbegriff oder das genaue Gegenteil von Logik ist Wahnsinn. Ja, ist tatsächlich so, kann man alles nachgoogeln. Ja, gar kein, ist kein Geheimnis. Denn Wahnsinn wird definiert, wissenschaftlich definiert, als immer das Gleiche zu tun, jedoch immer ein anderes Ergebnis zu erwarten. Oh, das ist Wahnsinn. So, wie oft bist du schon vor deinem Rechner gesessen, in deinen Charts verankert und hast gesagt, das ist doch Wahnsinn, was da passiert. Richtig, deswegen werden Trader auch meistens weggesperrt. Ja, deswegen sitzt du allein in deinem Büro, in deiner Küche, niemand außenrum, alle flüchten. Deswegen bist du alleine, weil du wahnsinnig bist. Ne? Als Trader bist du schlicht und ergreifend dem Wahnsinn unterworfen. Und warum? Ganz einfach, weil es nicht logisch ist, was wir dort treiben. Ja? Weil es einfach nicht logisch ist. Ne? Du machst immer das Gleiche, wenn du ein Regelwerk hast und trotzdem kommt jedes Mal ein anderes Ergebnis dabei raus. Das ist die absolute Definition von Wahnsinn. Und mit Wahnsinn, wisst ihr selber, kann man an der Börse leider kein Geld verdienen. Und deshalb müssen wir uns darüber überlegen, wie schaffen wir es, denn die Vernunft wieder in unser Trading hineinzubringen. Und wenn du dir jetzt so diesen Chart anschaust und ich möchte gerne die Frage einfach mal so in den Raum hineinstellen, du darfst gerne in deine Gedanken für dich antworten. Hier geht es um die Frage, hier am rechten Bildschirmrand, wo wir ja immer stehen am Ende des Tages, lautet die Frage, würdest du an dieser Stelle jetzt kaufen oder würdest du verkaufen? Würdest du dort auf klassisch Long oder Short setzen? Ich gebe dir mal so 30 Sekunden Zeit. Nein, ich gebe dir 10 Sekunden Zeit und dann brauchst du eine Antwort. Darfst du auch gerne in den Chat reinschreiben, der Markus wird es mir dann wahrscheinlich sagen. Würdest du da long oder short gehen? So, die 10 Sekunden sind um. Na, Markus, ich höre dich leider nicht, aber dann kannst du mir reinschreiben. Lass mich mal, schreib es einfach mal in den Chat rein, dann sehe ich das. Haben alle Long und Short oder Short geklickt oder gab es unterschiedliche Antworten? Lass mich das mal ganz kurz wissen. Gab es eine, die Mehrheit schreibt Short. Lass mich raten, aber es waren auch ein paar dabei Long, richtig? Habe ich recht? Da haben auch ein paar geschrieben, ja, Long. Und somit gibt es keine einheitliche Meinung. Ja, und warum ist es so?
weil es deine ganz persönliche Wahrnehmung der Dinge ist. Vielleicht hast du auch noch andere Fragen in deinem Geist gestellt. Ja, was ist das für ein Chart? Was ist das für ein Markt? Was ist das für eine Zeiteinheit? Und tralala und hin und her und tralala. Siehst du? Und daran merkst du, dass es Wahnsinn ist. Es ist nämlich eine ganz persönliche Wahrnehmung. Was ist der Unterschied? Was ist das Gegenteil von Wahrnehmung? Das Gegenteil von Wahrnehmung ist etwas, was ultimativ oder absolut ist. Und deshalb ist jedes Bild, was du vor dir hast, niemals ultimativ, sondern immer eine Sache der persönlichen Wahrnehmung. Das ist übrigens auch der Grund, warum Handel überhaupt funktioniert. Weil Menschen unterschiedliche Wahrnehmungen und Begründungen haben, warum sie heute etwas kaufen oder verkaufen. Ansonsten kann nämlich kein Handel stattfinden. Das ist der Punkt. Und jetzt müssen wir darüber nachdenken, ja, wie kriegen wir die ganze Geschichte hin? Denn Wahrnehmung, ihr Lieben, ist eine Emotion und hat nichts mit Logik zu tun. Wahrnehmung sitzt in deinem limbischen System und ist Teil deiner Emotionen und Gefühle. Dem limbischen System vorgeschaltet ist der präfrontale Kortex, der dein bewusstes Denken ausmacht. So, mein Mentor hat immer zu mir, hat mir beigebracht, deswegen musste ich das über viele, viele Jahre trainieren. Wenn du heute ein Chartbild aufmachst, hast du genau 10 Sekunden Zeit, um eine Entscheidung zu treffen. 10 Sekunden. So. Wie viele Eindrücke oder geistige Gedanken verarbeitet dein Gehirn bewusst oder auch unbewusst pro Sekunde? Kannst dir sagen, es sind 65. So, jetzt habe ich euch 10 Sekunden Zeit gegeben. Ich bin nämlich ganz schlecht in Mathematik. Zum Glück muss man in Mathematik nur bis 3 zählen können beim Trading. Ja, und jetzt sagen wir mal 65 mal 10 Sekunden sind 650 Gedanken, die du in diesen 10 Sekunden bewusst oder unbewusst gedacht hast. 650. Unglaublich, nicht wahr? Da soll man nicht wahnsinnig werden an der ganzen Geschichte. Und das ist der Punkt, warum Trading so unfassbar schwierig ist. Denn Trading ist für die meisten Menschen ein nicht greifbares Ding. Es ist immer Wahrnehmung. Wahrnehmung sitzt im Bereich der Emotionen. Logisches Denken sitzt in dem Bereich des präfrontalen Kortex. Deswegen habe ich am Anfang gesagt, du kannst gar nicht dafür, weil dein Gehirn nicht fürs Trading ausgelegt ist, sondern die Emotionen greifen dort. Und deshalb lehre ich meinen Schülern immer, und das ist der Satz, den ich geprägt habe, Emotionen dürfen die Fachlichkeit nicht beeinflussen. Fachlichkeit ist in direkter Verbindung mit Vernunft, Logos, Logik. So einfach kann es sein. Vielleicht hast du schon öfter auch mal gehört, lass mich bitte mal ganz kurz das Licht anmachen, lass uns, es nämlich dunkel hier. So. Möglicherweise hast du ja schon das eine oder andere Mal gehört, dass jemand in einem Webinar oder in einem Vortrag gesagt hat, ja, im Trading musst du deine Gefühle ausschalten, deine Emotionen ausschalten. Nun ja, das kannst du machen, wenn du ein Roboter bist. Wenn du ein Roboter bist, Commander Data vom Raumschiff Enterprise zum Beispiel, der hatte einen Emotionschip, den konnte er rausnehmen. Also ich habe ihn nicht, vielleicht hast du ihn. Das heißt, ich bin als Mensch nicht in der Lage, meine Emotionen auszuschalten. Ja? Es geht darum, die Emotionen zu kontrollieren, dass sie die Fachlichkeit nicht beeinflussen. Wie viele von euch finden es unglaublich schwierig, seine Emotionen im Trading zu kontrollieren? Ich auf jeden Fall. Und vielleicht hebst du jetzt virtuell vielleicht für dich selbst die Hand und sagst, ja, ist definitiv nicht einfach. Möglicherweise gehörst du aber zu der Sorte, die echt eine coole Socke ist und sagst, interessiert mich alles nicht, ich mache hier mein Ding, läuft, freue ich mich drüber. Ja, leise Zweifel habe ich dennoch, sonst wärst du wahrscheinlich nicht hier in dem Webinar oder bist vielleicht nur aus Neugier da. Freue ich mich trotzdem, dass du da bist und mir deine Zeit schenkst. An der Börse dürfen wir grundsätzlich zwei Dinge und die müssen wir auch grundsätzlich unterscheiden. Denn dieses Webinar und dieser Vortrag, den ich oder diese Geschichte, die ich mit euch teilen möchte, dreht sich um einen Händler und nicht um einen Investor.
Das heißt, ein Investor, beide treffen sich im Übrigen an der Börse, weil kaufen musst du früher oder später trotzdem oder verkaufen. Nur ein Investor hat eine ganz andere Aufgabe als ein reiner Händler. Der Investor macht ein Investment in ein ganz spezielles Produkt. Über das wollen wir uns nicht unterhalten, denn der hat eine ganz andere Aufgabe. Da hat Finanzen.net sicherlich, Markus, genügend andere Webinare, die sich zum Thema Investment, die sich darum dann auch beschäftigen. Wir wollen uns heute über den reinen Handel unterhalten. Und ihr seht es im Bild rechts eingeblendet, von mir ist es rechts aus, ja, da sind zwei Hände zu sehen. Hast du schon mal darüber nachgedacht? Handel. Im Deutschen kann man die Wörter so schön auseinandernehmen, ne? Wie der Begriff Enttäuschung zum Beispiel, nicht wahr? Enttäuschung ist das Ende einer Täuschung. Muss ich eigentlich fröhlich, muss ich eigentlich glücklich drüber sein, nicht wahr? Aber nein, wir weinen und kreischen und spielen die kleinste Geige der Welt. Mi, 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 mi. Ja, anstatt darüber dankbar zu sein, dass es die Täuschung endlich ein Ende hat. Wer hat sich getäuscht? Moor, immer nur ich. Kann mein Gegenüber gar nichts dafür. Nicht der hat mich enttäuscht, ich habe mich selber enttäuscht. Ne? Warum? Weil ich eine Erwartungshaltung hatte. Da kann auch mein Gegenüber gar nichts dafür. Wenn ich eine Erwartung habe, habe ich den gefragt? Nee, in der Regel nicht. Ja? So, am Anfang sind wir immer verliebt, ja, und dann ist es mein Traumpartner, ja, und es könnte sein, dass sich der Albtraumpartner plötzlich verändert. Nee, tut er nicht. Wir verändern uns. Ja? Unsere Erwartungshaltung wird eine andere. Ne? So, und plötzlich sind wir enttäuscht. Ja, kann mein Gegenüber nichts dafür. Ist im Trading genauso. Der Markt kann nichts dafür, wenn wir eine Erwartungshaltung haben. Das heißt, hier sind zwei Hände. Markus, Das kannst du mich bedeutet, jetzt hören? jetzt höre Sollen ich dich wir? wieder. Ja, Wahnsinn. Also, liebe Zuschauer, ich doktere die ganze Zeit mit meiner Technik rum. Ich wollte schon häufiger mal wieder eingreifen, kurz, aber es ist mir nicht gelungen. Jetzt habe ich anscheinend endlich was gefunden, womit ich zu hören bin. Ich hatte zwischendurch ein Headset auf, hat nicht funktioniert. Na gut, lange Geschichte, aber kommen wir doch mal lieber zu dem Konkreten. Ich finde es spannend, wenn wir tatsächlich mal eine Umfrage noch starten. Du hast es häufiger erwähnt, Markus, dass jemand beim Trading schon mal wahnsinnig geworden ist. Und jetzt hast du auch gesagt, man ist enttäuscht, wenn man etwas erwartet. Deswegen würde ich tatsächlich, liebe Zuschauer, Sie gerne mal kurz mit reinholen und mal konkret fragen, ob Sie denn beim Trading schon mal wahnsinnig geworden sind. Das interessiert mich nämlich wirklich. Es gibt ja viele, die legen langfristig an. Ich gehöre eher zum Langfristanleger. Aber natürlich kauft man sich vielleicht mal eine Aktie und die verkauft man direkt wieder, weil man irgendwie einen Fehler gemacht hat. Und dann kann man da ja auch schon mal wahnsinnig werden, was man vielleicht bei einem ETF-Sparplan nicht wird, weil man da nicht so sehr von den Marktschwankungen abhängig ist. Aber wenn Sie jetzt auch tatsächlich traden, dann kann ich mir vorstellen, kommt dieses Wahnsinnigwerden sehr viel häufiger vor. Und deswegen freue ich mich mal, wenn Sie jetzt da mitmachen. Es haben jetzt gerade ein Drittel schon mal mit abgestimmt. Ich lasse die Umfrage deswegen noch ein paar Sekunden stehen und ich hoffe, dass jetzt auch meine Technik dauerhaft funktioniert. Sonst wäre das wirklich schade, wenn ich Ihre Kommentare nicht übertragen kann an Markus Gabel. Das wäre wirklich schade, dann wäre er ein bisschen abgeschnitten auch von der Kommunikation mit Ihnen. So, jetzt steht die Frage, die Umfrage über eine Minute. Dann würde ich diese auch direkt mal schließen. Es haben jetzt über die Hälfte mit abgestimmt der Webinarteilnehmer und das Ergebnis übertrage ich auch gleich an Sie alle. Markus, du kannst es auch sehen. Die Mehrheit ist beim Trading tatsächlich schon mal wahnsinnig geworden, und zwar 47%. Also fast die Hälfte unserer Webinarteilnehmer werden beim Trading wahnsinnig. Jetzt ist natürlich die Frage, man könnte das definieren, was ist jetzt Wahnsinn genau? Du hast es ja schon probiert, aber das liegt ja im Prinzip auch in jeder subjektiven Wahrnehmung, was jetzt Wahnsinn ist. Also ich bin da sehr emotional. Ich werde quasi immer wahnsinnig, wenn ich mich über irgendwas aufrege. Insofern, ja, ist das jedem jetzt selbst überlassen, was er damit definiert, mit diesem Wahnsinn. Aber man kann sehen, beim Trading spielen die Emotionen natürlich eine sehr große Rolle. Genau, und da sind wir wieder bei dem Griff dann der fehlenden Logik, weil dieses, wie wir gerade so schön gesagt haben, dieses
verrückt oder dieses wahnsinnig werden, weil man das nicht greifen kann, nicht wahr? Ich bin es vom Leben gewohnt, logisch zu arbeiten und zu tun, das gleiche Ergebnis. Im Trading kann ich 100 Mal das gleiche tun und ich werde jedes Mal ein verdammt anderes Ergebnis bekommen. Das ist kein Wunder, dass wir dort dann verrückt werden und wahnsinnig werden, weil da unser Gehirn einfach aussteigt. Und das Thema des, ja, des Wahnsinnigwerdens, des Verrücktwerdens, was ja dann im Bereich der Emotionen im limbischen System landet, überstülpt quasi unser logisches Denken und dann ist eben out of order. Ja, und dann tun wir unvernünftige Dinge. Nicht wahr? Wir brechen unser Regelwerk, wir verbilligen, wir verdoppeln, wir kaufen nach, wir machen all diesen Unsinn, den wir normalerweise nicht tun würden, wenn wir einen klaren Geist hätten und verstehen würden, was gerade dort passiert. Wieso? Es gibt ja einen Grund dafür, warum das jedes Mal anders ist. Und der Grund dafür ist, weil es sich um Handel dreht. Und der Handel, wie ihr hier im Bild eingeblendet seid, heißt, es gibt ein Produkt XY, in dem Fall hier rechts ist ein Auto, ja, und dieser Autoschlüssel wechselt von einer Hand zur nächsten. Das, ihr Lieben, ist Handel. Und ob das jetzt ein Schlüssel ist, ein Auto ist, ob das ein Future-Kontrakt ist, ob das eine Aktie ist, ob das ein Lot ist, ob das ein irgendwas ist, Fakt ist, es geht von einer Hand in die nächste. Und ob der Gegenüber nun dein Broker ist oder ob du direkt an der Börse bist, du weißt es nicht, wer auf der anderen Seite steht. Fakt ist auf jeden Fall, es geht von einer Hand in die nächste. So, wie viel habe ich da? Und wie viel habe ich da? Da ist 0 und da ist 1. Wechsle ich das wieder, habe ich hier 0 und habe ich hier 1. Und wisst ihr, was dabei rauskommt an dieser ganzen Geschichte? Was Handel in sich genommen bedeutet? Genau, es ist ein Nullsummenspiel. Deswegen habe ich es von Investment abgetrennt, ist was anderes. Der reine Handel, ihr liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ist ein mathematisches Nullsummenspiel. Ich habe 10 Aktien, die wechseln von links nach rechts. Wer hat sie nicht mehr? Ich habe sie. Ich kaufe den Euro und verkaufe den Dollar. Er hat Dollar, ich habe keine mehr. Ende Gelände. Das ist ein Nullsummenspiel. Kannst du auch gerne googeln danach. Ich habe mich abgesichert. Ich weiß es. Ich mache es seit 20 Jahren. Handel selber, ihr Lieben, ist ein Nullsummenspiel. Und wenn wir über die Zahlen sprechen, Nullsummenspiel, sind wir wo? Natürlich, wir sind im Bereich der Mathematik. Und Mathematik ist was? Logik. Weil 1 und 2 in der Mathematik 3 ergeben. Wisst ihr, warum wir im Trading wahnsinnig werden? Weil in dem Trading 1 und 2 nicht immer 3 ist. Im Trading kann 1 und 2 auch 5 sein. Oder 10. Oder 1. Oder Oder minus minus. drei vor allem, Oder da geht es nach minus. unten, Hä? wenn Genau, man oder Verlust. minus. Genau, oder minus 1, ne? Hier, Corona-Ausbruch, Ölkontrakt, minus 37 Dollar. Ja, so, und das ist das, was uns in den schieren Wahnsinn treibt. So, jetzt ist die Mathematik sehr, sehr logisch. Wie kann ich jetzt an der Börse sicher gehen, dass 1 und 2 aber trotzdem immer 3 ist? Naja, das geht nur über eine Komponente, indem ich aktiv Einfluss nehme. So, wie kann ich denn Einfluss nehmen? Und ja, was wird denn an der Börse gehandelt? Naja, nicht das Produkt. Das Produkt steht nur der Name drüber, das ist austauschbar. An der Börse wird ein Preis gehandelt und der Preis wird über welche Komponente gesteuert? Volumen. Das ist genauso, wenn du Müllermilch beim Aldi kaufen möchtest. Wenn keine da ist, kannst du keine kaufen. Angebot und Nachfrage über das Volumen bestimmen den Preis. Nochmal, Corona, Ölpreis, hat keiner gebraucht, null. Ja, haben uns alle daran erinnert. Momentan kein Gas da, Gaspreis, bumm, da oben. So, momentan erleben wir es live im eigenen Leben, wie Handel funktioniert, weil Menschen oder Institutionen bewusst Eingriff nehmen. So, wenn du jetzt an der Börse oder im Handel aber nicht die Partei bist, die persönlich dafür sorgen kann, dass der Preis steigt oder fällt,
weil dir die Handhabe fehlt, weil du das Volumen nicht hast dazu, um den Preis in deine Richtung zu drücken, es aber nichts an der Tatsache ändert, dass wir im Handel in einem Nullsummenspiel ist und trotzdem in der Mathematik und damit Logik bleiben, brauchen wir letztendlich was? Nun ja, wir brauchen einen sogenannten mathematischen Vorteil. Das ist das, bitte schreib es dir auf, falls du es noch nie gehört hast, vielleicht kennst du es aber auch, das ist der sogenannte, wovon alle sprechen, dieser Edge, ja, dieser mathematische Vorteil. Ihr Lieben, was ganz wichtig ist, und das ist nun mal entscheidend an dieser Geschichte, wie kommt denn ein mathematischer Vorteil zustande? Mathematik heißt 1 und 2 ist 3. Das heißt, wir sind in der Logik und Logik heißt, wenn, dann. Wenn ich einen Apfelbaumsamen einpflanze, ist die Wahrscheinlichkeit unter besten Bedingungen extrem groß, dass auch ein Apfelbaum dabei rauskommt. Da kommt kein Orangenbaum dabei raus, ganz sicherlich nicht. Ja, es sei denn, da fliegt ein Vogel drüber, kackt dir einen Garten dran und hast einen Orangenbaum drin. Das kann natürlich passieren, das ist dann das Ausfallsprinzip. Ne? Aber im Normalfall ist es ein mathematischer Vorteil, wenn ich dafür sorge, dass ich eine Wenn-Dann-Situation habe und die muss ich natürlich erstmal testen und überprüfen. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wisst ihr, was kein mathematischer Vorteil ist? Analysen. Ihr Lieben, Analysen werden von wem gemacht? Von Analysten. Die werden dafür bezahlt. Und wisst ihr, worauf die schauen? Die schauen von rechts nach links. Von rechts nach links in die Vergangenheit. Eine Analyse ist per Definition eine Erklärung eines Ist-Zustandes. Auf diesen Ist-Zustand folgt ein Konjunktiv. Hast du sicherlich schon gehört, hier könnte, hier sollte, hier müsste, da wäre, da würde, da hätte ich da dieses bliblablub und tralala. Nochmal, Analysen und Wahrnehmungen sind keine Mathematik. Nachrichten, Fundamentaldaten werden analysiert. Sie werden von demjenigen, der sie analysiert, wahrgenommen und interpretiert. Das muss auch so sein, sonst käme kein Handel zustande. Wenn du aber diese Analyse nicht in eine Wenn-Dann-Situation runterbrechen kannst, wird dir diese Analyse, Interpretation nicht helfen im Handel. Handel heißt Wenn. Dann Situation. Was brauchst du also? Nun ja, wie verdient denn grundsätzlich der Händler Geld? Das weißt du doch. Das ist ja doch klar, seit Kindesbeinen an hat man uns das beigebracht. So handeln wir, ich kaufe etwas billig ein und kaufe es teuer oder ich kaufe billig und verkaufe dann teuer. Nun, ich möchte es dir gerne mal zeigen, hier an einem kleinen Beispiel. Und hier habe ich jetzt mal den DAX zum Beispiel eingeblendet, DAX Future. Ja, und hier rechts siehst du den sogenannten Handelsplatz, nicht wahr? Wo gehandelt wird, muss ein Handelsplatz geben. Und das ist nun mal das sogenannte Orderbuch. Was siehst du jetzt in diesem Orderbuch nicht? Richtig, deine Analyse. Deine Interpretation dessen, was du irgendwo gelesen, gesehen, gehört oder interpretiert hast. In diesem Handelsplatz, in diesem sogenannten Auftragsbuch, stehen drei Spalten. In der Mitte steht der Preis, was das Produkt kostet. Und links und rechts steht das entsprechende Volumen. Angebot, Nachfrage, klassisch ausgedrückt. Volumen. Kannst du dort deinen Namen reinschreiben? Kannst du dort reinschreiben, warum du kaufen und verkaufen möchtest? Nein, kannst du nicht. Und soll ich dir was sagen? Es interessiert auch keinen. Das heißt, wenn du heute deine Charts analysierst oder was auch immer du dort wahrnimmst oder Fundamentalanalyse betreibst, am Ende des Tages musst du was tun. Du öffnest dein Display und schreibst einen Preis rein und schreibst die Stückzahl rein und beide schickst du deinem Broker respektive an die Börse und dort wird genau auf der Gegenseite jemand gesucht, der dir das gibt, was du möchtest. Du kannst nicht reinschreiben, ob du da einen Widerstand, eine Unterstützung oder was auch immer gesehen hast. Es interessiert schlicht
und ergreifend einfach niemand. Und du wirst nur dann Geld verdienen, wenn du günstig gekauft hast und hast später die Chance, teurer wieder zu verkaufen. Das ist der Punkt. Und wenn dieses sogenannte Orderbuch abgearbeitet wird, dann kommt als nächstes die sogenannte Time-and-Sales-Liste. Und die Time-and-Sales-Liste besteht ebenfalls wiederum nur aus drei Spalten. Der Preis, wie viel von dem Produkt verkauft worden sind und zu welcher Uhrzeit ist der Kassenzettel. Das war's. Und jetzt kommt eine gute Nachricht. Oder jetzt kommt die dramatische Nachricht. An der Stelle ist der Handel beendet. Aus. Das war's. Mehr kommt nicht. Ja? Mehr kommt nicht. In dem Moment, ihr Lieben, wenn es hier zu einem Preis, zu einem Verkauf gekommen ist, die Uhrzeit festgestellt worden ist, ist der Handel per se beendet. Es kommt danach nichts mehr. Ob du mit der Müllermilch aus dem Laden rausgehst und die draußen wegschüttest oder verschenkst oder selber oder schlecht werden lässt, was glaubst du, ob das den Händler interessiert? Der hat es verkauft, du hast es bezahlt, er hat es günstig eingekauft, an dich teurer verkauft, der hat sein Geld verdient und du hast das Produkt. Ende, aus dem Maus. Jetzt wirst du sagen, ja, aber was ist denn mit den ganzen Charts und Zeiteinheiten, ihr Lieben? Die sind nicht existent. Die sind nur in deiner Wahrnehmung existent, weil du sie aufrufst. Sonst käme kein Handel zustande. Der eine guckt Stunde, der nächste 5 Minuten, der nächste Tag. Das Visuelle, das erste Visuelle, was wir haben können, nachdem der Handel abgeschlossen ist, ist der sogenannte Tick-Chart. Mehr ist an dieser Stelle nicht. Und ich zeige euch das mal, ich führe es euch mal vor. Ja, in dem Moment, als einfaches Beispiel, in dem Moment, wo hier oben rechts zu diesem Preis, zu dieser Uhrzeit einen Kontrakt verkauft worden ist, wird grafisch dargestellt, das gab es früher nicht, das gibt es erst seitdem es Computer gibt, ne? Zu früheren Börsenzeiten gab es den ganzen Quatsch ja gar nicht, wird ein Tick grafisch dargestellt. Ein Tick ist ein Verkauf, Ende, das war's. Und hier hört jetzt auch mit der grafischen Darstellung der Börsenhandel definitiv auf, ist vorbei. Ja, ist vorbei. Mehr kommt da nicht. So, das heißt, erst wenn du das Ganze jetzt hier vielleicht ein bisschen zusammenscrollst, Achtung, jetzt wird spannend, ja? Jetzt nimmt dein Auge was wahr? Grafische Formen. Da hier sieht dein Bild, dein Auge gar nichts. Er sieht nur Punkte, nichts, gar nichts. Er sieht was hoch, unten, mehr nicht. Gehst du in die Historie, ja? In der Historie wirst du plötzlich, wird dein Auge und dein Gehirn plötzlich eine Formation erkennen, ein Bild erkennen. So, weißt du, warum die Analysten damit Geld verdienen? Weil es einfach ist, simpel, da brauchst du, das ist kein Hexenwerk, da musst du mit drei Zellen können. Du guckst in die Vergangenheit, siehst ein Bild und erklärst es, wie es aussieht. Aber der Händler muss von rechts in die Zukunft arbeiten. Der Analyst arbeitet in der Vergangenheit bis zum jetzigen Zustand. Das ist einfach, das kann jeder, da muss ich kein Hexenwerk, das ist total simpel. Analysieren, deswegen verdiene ich Geld mit Analysen. Der Trader verdient aber Geld mit der Zukunft. Und da müssen wir die Logik wieder zurückbringen. Das ist der Punkt, ihr Lieben. So, wie verdient der Händler Geld? Nochmal zur Wiederholung. Er kauft das Produkt billig und wird es teuer wieder verkaufen. Das ist der Punkt. Und je einfacher das dein Gehirn das verarbeiten kann, desto leichter wirst du dich im Trading am Ende des Tages dann auch tun. Das bedeutet, was brauchst du denn als Händler, damit du Geld verdienen kannst? Du brauchst eine Strategie. Du brauchst eine Strategie. So, wie sieht die Strategie denn der Händler aus? Naja, ganz einfach. Werbung. Ihr Lieben, der Rahmen ist immer wichtiger als der Inhalt. Was glaubt ihr, warum alle Händler Geld für Werbung ausgeben? E-Mails, Webinare, Schilder an der Wand, Edeka, Aldi, was auch immer. Was glaubt ihr, warum die Fernsehwerbung machen? Weil es eine Strategie ist, um dich in den Laden reinzubringen. Oder weil sie günstiger sind als der Laden nebendran. Das ist eine Strategie. So, jetzt ist die Frage an dich, was ist denn deine Strategie? Denk daran, du brauchst eine mathematische Strategie, die dir einen mathematischen Vorteil bringt. Hast du eine? Wenn du sagst, nee, ich habe noch keine, freue ich mich, dass du da bist, weil ich dir jetzt eine zeigen werde. Hast du eine? Ist die nächste Frage, hältst du dich auch da immer daran? Denn Mathematik heißt, immer wenn, dann zu arbeiten. Weil du kannst nämlich keinen persönlichen Eingriff nehmen, dass der Preis das tut, was du möchtest.
Also musst du mit dem Prinzip der Wahrscheinlichkeit arbeiten. Aber es ändert nichts daran, dass diese Wenn-Dann-Situation auch ausgenutzt werden muss. Es hilft ja nichts, wenn du von der Arbeit nach Hause kommst und sagst, ah, Mensch, da wäre heute wieder was gewesen. Im Konjunktiv verdienst du kein Geld. Hat mein Mentor immer schon mal gesagt, wir verdienen kein Geld mit Konjunktiv, sondern mit Kaufen und Verkaufen, mit Fakten. Also brauchst du eine Strategie. So, hier ist eine Strategie und ihr seht schon, jede Strategie, die einen Erwartungswert oder eine Wahrscheinlichkeit hat von über 50%, ist garantiert erfolgreich. Und hier siehst du zwei Wahrscheinlichkeitsrechnungen. Die Wahrscheinlichkeiten hier sind immer über 50%. Die Wahrscheinlichkeiten hier rechts sind teilweise deutlich über 50%. Und wisst ihr, was das ist? Ganz einfach. Genau das, was ich euch ganz am Anfang vorgestellt habe. Das, was Trendfolger weltweit machen. Aber wisst ihr, was ist nicht sexy? Logik ist nicht sexy. Das ist der Punkt. Deshalb wird es ganz, ganz selten verwendet. Das bedeutet, Trendfolge respektive billig kaufen, teuer verkaufen, logisch, wenn, dann anzuwenden, ist erfolgreich. Mit einer Trefferquote irgendwo zwischen, ja, ich sag mal grob zwischen 65% irgendwo. Kommt ein bisschen drauf an, wie reif, dass diese Bewegungen schon gelaufen sind. Das bedeutet also immer, wenn du also diese Situation hast, wenn du diese Situation hast, einen günstigen Preis, wenn du diese Situation hast, dann weißt du, musst du nicht analysieren, sondern in dem Moment weißt du, dass du jetzt eine Wahrscheinlichkeit hast von weit über 50%, dass der Preis über den letzten Hochpunkt hinausgeht. Diese Garantie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hast du. Denn das ist seit 150 Jahren bewiesene Strategie. Charles Chadow und Edward Jones haben es nicht erfunden, sie haben es beobachtet. 1950 hat Richard Donchin im Alter von 82 Jahren die Trendfolge zu Papier gebracht, weil es eine logische Komponente war, billig kaufen und teuer verkaufen. Und durch diesen beständigen Wechsel von Angebot und Nachfrage entsteht immer, ich betone das absichtlich, immer ein Trend. Und deshalb hast du eine Garantie für den Börsenerfolg. Die Verantwortung liegt allerdings bei dir, denn am Ende des Tages musst du auch da sein, wenn diese Wenn-Dann-Situation da ist. Ansonsten verdienst du natürlich kein Geld. Und natürlich musst du auch da sein und was tun? Du musst auch draufdrücken. Das ist der Punkt. Ist ja schön, wenn du siehst. Aber wenn natürlich in diesem Wahrscheinlichkeitsprinzip auch noch das Zufallsprinzip dazukommt, dass du zwar weißt, dass wenn du es immer machst, hast du eine Garantie von 60% oder 70%, dass es erfolgreich ist am anderen Ende, aber du weißt nicht, ob das Einzelne aufgeht. Und du weißt auch nicht, ob du mit dem einzelnen Trading oder einzelnen Trade 5 Euro oder 500 oder 5.000 machen wirst. Das weißt du vorher nicht. Was glaubst du, warum die meisten mit Analysen Geld verdienen? Weil der Erklärbär immer leichter hat. Ja? Du musst draufdrücken, du musst dein Geldmanagement im Griff haben, du musst dein Risikomanagement im Griff haben. Aber es ist ein Handwerk, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Diese Wenn-Dann-Situation zu erkennen, ist ein Handwerk. Und jetzt kommen wir wieder zu unserer Mathematik, zu unserer Strategie. Dieses Wenn-Dann-Prinzip, weil es Logik ist, muss in ein Regelwerk runtergebrochen werden. Das heißt, wenn du sagst, ja, aber Analyse ist ja dann doch auch das, ja, dann lass mal es einfach so stehen, sag ja, okay, dann kannst du analysieren, wenn du magst, aber wenn du es nicht am Ende in ein Wenn-Dann runterbrichst, hilft dir die Analyse auch nichts mehr. Ja, so, und das ist der Punkt. Also brechen wir es in ein Regelwerk runter und es heißt vier Regeln. Valider Trend, Trendreife, junger Trend heißt das, aus der Korrektur billiger Preis, und dann die Umkehr abzuwarten in Ruhe. Ja, und natürlich möchte ich euch das auch natürlich klar zeigen. Es wäre jetzt einfach zu sagen, ja, probiert es mal. Nein, ich zeige euch das an einem ganz klassischen Beispiel. Wir haben hier als Beispiel den DAX eingeblendet.
Und ich sage euch, warum das so wichtig ist, weil dieses wenn dann nämlich dann ein Handwerk ist. Handel, Handwerk, Werk mit deiner Hand zu machen. Das heißt, du nimmst deine Hand, klappst es auf die Maus und fängst an, den Trend zu zeichnen. Denn der Trend oder das, was du hier wahrnimmst, ist ja das Erbe des Orderbuches. Das ist das Endergebnis von dem, was weltweit in diesem Produkt gemacht worden ist. Das ist nur ein grafisches Erbe und nicht mehr und nicht weniger. So, das heißt, wir gehen quasi her und sagen, okay, ich nehme den Tiefpunkt. Warum den Tiefpunkt? Ganz einfach, weil an diesem Tiefpunkt der Preis gedreht hat. Es geht doch um Angebot und Nachfrage, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ja, das bedeutet, immer der Tiefpunkt ist der Startpunkt eines neuen Trends. Das heißt, wir fangen hier oben an und du siehst bei mir eingeblendet, ich nehme den Heikin Ashi Chart, weil der für Trendfolger deutlich leichter ist. Du musst nur auf den Farbwechsel achten und auf das Aussehen der Kerzen. Das bedeutet, ja, wir gehen hier hoch, bis wir kein neues Hoch mehr sehen können. Dann nehmen wir die Korrektur, gehen bis zum Ende der Korrektur, hoppala, Ende der Korrektur, und von dort aus suchen wir uns den nächsten Höchstpreis und der ist dann da. Und das heißt, ich zeichne hier meinen zweiten Trendarm ein und jetzt wird es spannend, denn jetzt haben wir gesagt, jetzt ist Regel 1 erfüllt, ich habe einen validen Trend. Valider Trend besteht aus einer Bewegung, einer Korrektur und einer weiteren Bewegung. Jetzt ist Regel 1 erfüllt. Mit der zweiten Korrektur ist Regel 2 erfüllt, nämlich einen jungen Trend zu erwischen. Maximal vierter Trendarm, bestmöglichst natürlich günstiger Preis. Regel Nummer 3, du brauchst eine Korrektur. Das heißt, der Preis muss wieder günstig geworden sein, bestmöglich statistisch gesehen, Mathematik, ab 38%. Und jetzt wartest du in Ruhe ab, bis du eine Umkehr siehst. Regel Nummer 4, und in Heikin Ashi ist es so schön mit einer Ausgleichskerze oder einem Farbwechsel. Und was machst du jetzt? Jetzt kannst du den Trend ganz einfach weiterzeichnen. Schau her, und das ist doch wirklich kein Hexenwerk, es ist Handwerk, ihr Lieben. Das kann man lernen und das musst du letztendlich auslernen, wenn du Trendfolger sein möchtest. Und so zeichnest du den Trend immer, immer weiter, so weit, wie das jetzt hier einfach dann immer weitergeht, bis er bricht. Und jetzt zeige ich dir, wo dein Regelwerk, wo deine Wenn-Dann-Geschichte gewesen wäre. Nämlich, ganz einfach, wir haben gesagt, wenn das Regelwerk das erste Mal greift, und das war hier in deinem zweiten Trendarm, hier war dein Einstieg. Ja, er war auch hier nochmal möglich. Er war auch hier nochmal möglich. Oder selbst hier war er nochmal möglich. Und jedes Mal hätte es dazu geführt, dass du jedes Mal dem Trend folgen kannst. Ja, und das ist das, was der Trendfolger macht. Und weil das die Natur, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, des Börsenhandels ist, deshalb sind die Fonds, die das machen, so super erfolgreich. Und auch deswegen bin ich erfolgreich, weil ich das umsetze. Aber weißt du was? Es ist nicht sexy. Und weißt du, warum nicht? Ganz einfache Kiste. Weil du, wenn du deine Arbeit gemacht hast, und das ist Arbeit, ist einfach nur Arbeit, ist kein Hexenwerk, ist keine Kunst, Trading ist, macht zufrieden, muss nicht Spaß machen, heißt ganz einfach, du gibst die Verantwortung an den Markt ab, du managst nur noch den Trade. Wenn du das aber lernst, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dann weißt du, dass du garantiert an der Börse auch erfolgreich sein kannst. Ja, und da kann ich dir jetzt x-fach Charts zeigen. Die klicke ich jetzt einfach nur durch, weil wir in der Zeit schon weit fortgeschritten sind. Meine Frage lautet an dich, willst du das lernen? Solltest du jetzt noch keine Strategie haben? Solltest du sagen, Mensch, das klingt wirklich gut, das könnte ich mir mal aneignen. Kannst du es lernen? Ja. Was brauchst du dafür? Na, du musst schon willig sein, nicht wahr? Zu lernen, dich weiterzuentwickeln. Du brauchst Disziplin und ich bin überzeugt, du bist ein disziplinierter Mensch, ja? Du brauchst ein bisschen Ausdauer, weil das lernst du nicht von heute auf morgen. Trend zeichnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ist etwas, ein Handwerk, das muss ich lernen. Und du musst ein bisschen was investieren. Was zuerst? Zeit. Ein bisschen Zeit musst du mitbringen und wenn du es richtig lernen möchtest, auch ein bisschen Geld, ne? Weil du kriegst nichts hier umsonst, definitiv. Es liegt in deiner Hand. Nur in deiner Hand. Ausschließlich in deiner Hand. Trading, liebe Zuhörer, ist ein Handwerk. Und weil es, meine ich, es zu meiner Lebensaufgabe gemacht habe, dich auf diesem Weg zu begleiten, wenn du das möchtest, wenn du sagst, Gabel, ich kann dich nicht ausstehen, dann lass es auch. Man muss seinen Mentor immer mögen. Weil der
wenn du den Typen nicht leiden kannst, dann wirst du auch nichts lernen. Da spielt deine Spiegelneuronen einfach nicht mit. Aber wenn du sagst, naja, so schlecht war das gar nicht, können wir vielleicht mal zusammenarbeiten, dann schenke ich dir heute 100 Euro. Mit denen kannst du deine nächste Stromrechnung wieder begleichen, weil wir nämlich deutlich mehr zu bezahlen haben. Und ich habe gesagt, ich möchte es unterstützen. Und deshalb, wenn du meinen Online-Kurs buchst, in dem ich dir dieses logische Trading beibringe, in 18 Teilen, sehr, sehr tief, ja, dann schenke ich dir 100 Euro. Dann gehst du auf die Seite von dauhautrading.com. Ja, die sieht, ich glaube, ich habe sie sogar irgendwo hier, wenn nicht alles täuscht. Genau, hier ist sie. Ja, dann klickst du einfach Trading mit Logik oder hier mit mehr erfahren und dann kannst du diesen Kurs ganz einfach buchen und dann kriegst du 100 Euro, wenn du bei der Buchung den Gutscheincode WOT2022 dann schlicht und ergreifend eingibst. Und somit legt es in deine Hand, ob du die richtige Ursache legst, um die korrekte Wirkung damit dann auch zu erzielen. Und damit schließe ich. Es war mir eine große Freude, mein Wissen mit euch zu teilen, euch ein bisschen was zu geben, mit dem du hoffentlich was anfangen kannst. Ich würde es mir von Herzen wünschen. Ja, und grundsätzlich beende ich meine Webinare immer gleich. Sei mutig und freundlich. Und möge die Macht der Logik mit dir sein. Und damit zurück zu Markus. Nee, ich höre dich nicht. Nee. Ich höre dich nicht. Technik, die begeistert. Ja. Also ich bleibe noch ein bisschen da, vielleicht habt ihr ja noch Fragen, vielleicht gebt ihr uns, wir sind ja menschlich alle da, ihr Lieben, wir traden ja, wir sind ja alle im selben unterwegs. Seid ein bisschen geduldig. Könnt ihr mich jetzt hören wieder? Jetzt, da ist er. Das gibt's doch nicht, was ist das denn? Also ich wechsle hier von, ich habe 3 Mikrofone und wechsle immer hin und her, ich verstehe es nicht, aber egal, brauchen wir nicht drüber sprechen, es ist schon 19 Uhr und du hast einen tollen Vortrag gehalten, Markus, vielen Dank dafür. Wir haben aus dem Chat gar nicht so viele Fragen, aber ich hätte noch eine Frage. Geht das denn bei jedem Chart? Also funktioniert die Trendfolge bei jedem Chart oder gibt es da welche, bei denen das nicht funktioniert? Ich denke jetzt spontan an Kryptowährungen, weil da ist das ja sowas von extrem volatil oder funktioniert es gerade da besser? Es funktioniert in jedem Chart, weil es immer nur ein Produkt ist und ein Preis ist. Grundsätzlich. Trendfolge funktioniert grundsätzlich in jeder Zeiteinheit und auch in jedem Chart, weil es die Natur des Handels ist, Bewegung, Korrektur, ob das jetzt volatil ist oder nicht, ist am Ende des Tages völlig irrelevant. Wenn ich lerne, die Trends logisch zu zeichnen, dann wirst du in jedem Chart immer einen Trend erkennen. Ob der dann schön ist, Markus, das ist eine andere Frage. Aber wir reden an der Börse nicht über Schönheit, wir reden über Geld verdienen. Genau, es muss nicht schön sein, es muss nicht sexy sein, es muss einfach nur Geld bringen. Da sind wir ganz pragmatisch eingestellt. So sieht es aus, ganz einfach. Wir haben einen Kommentar im Chat und da sagt jemand etwas kritisch, das ist doch keine Trendanalyse. Die Betonung liegt auf Analyse. Ich dachte, Analyse ist keine Mathematik. Was sagst Analyse, du dazu? Analyse ist auch keine Mathematik. Analyse ist eine Erklärung eines Ist-Zustandes. Ja? Mathematik ist, wenn du eine Wenn-Dann-Situation hast. Wenn du deine Analyse, deine Erklärung eines Ist-Zustandes in ein Regelwerk runterbrechen kannst, dann lasse ich das gerne, dann nimmst du es halt als Analyse. Ich mag mich nicht über das Wort streiten, aber Fakt ist ganz einfach, wir brauchen hier keine Wortglauberei machen, aber in der Regel ist es einfach so, dass es leichter ist, einen Chart zu analysieren, um etwas zu erklären, als tatsächlich dann zu traden. Nochmal, wenn ich das Wort Analyse umwechsle von meiner Erklärung eines Ist-Zustandes in eine Checkliste, ja, dann kann ich sein Regelwerk runterbrechen. Wenn du aber sagst, deine Analyse führt zu deinem Regelwerk, dann sind wir beide glücklich und dann nehmen wir das Wort Analyse, alles ist gut. Kannst du vielleicht gerade noch mal die 4 Regeln einblenden? Da gerne. Bittet noch ein Webinarteilnehmer darum. Dann können wir diese auch noch mal sehen. Das war relativ kurz zu sehen. Du hast sie erklärt, die 4 Regeln, und diese kann man, wie du auch gerade schon gesagt hast, auf sämtliche Charts anwenden. Jetzt kommt eine Frage weiterhin aus dem Chat, ob du auch Fibonacci benutzt. Nein. Also Fibonacci, wenn ich wissen möchte, wie weit das die Korrektur gegangen ist, dann ja. Ja, aber ansonsten ist Fibonacci
Ein interessantes Tool, um Abstände zu messen. Wenn du mit der Fibonacci-Folge ein Regelwerk aufbauen kannst, das du getestet hast und das für dich erfolgreich ist, dann nutze es. Ich nutze es nicht. Wenn dann nur, um zu sehen, ob ich eine 38% Korrektur habe, da kann ich ein Lineal hinlegen oder Fibonacci, das ist egal. Aber das ist auch dann schon das Einzige. Ansonsten reicht für den Trendfolger, reicht den Trend logisch zu zeichnen. Ja, liebe Zuschauer, wir haben etwas später angefangen aufgrund der technischen Probleme und jetzt sind wir schon etwas drüber über 19 Uhr. Aber wenn Sie noch eine dringende Frage haben, dann schreiben Sie die nochmal schnell in den Chat rein. Diese Chance möchte ich Ihnen noch geben, damit wir auf jeden Fall jetzt niemanden abwürgen oder irgendjemand vielleicht unzufrieden nach Hause geht oder den Computer ausschaltet. Das wäre natürlich schade. Das wollen wir nicht. Es kommt jetzt aktuell nichts mehr rein. Also ich glaube, Markus, wir können dann dieses Webinar schließen. Ich bedanke mich wirklich sehr für deinen Vortrag und auch für die Beantwortung der relativ wenigen Chatfragen. Daraus schließe ich jetzt einfach mal, dass die meisten auch alles verstanden haben, was du gesagt hast. Und das war auch wirklich sehr leicht zu verstehen, was du erklärt hast. Ich habe wieder wirklich viel dazugelernt. Und bevor wir jetzt zu deinem Schlusswort kommen, möchte ich noch folgenden Hinweis an unsere Zuschauer geben. Auch diese Frage kam gerade im Chat. Ja, diese Veranstaltung wurde aufgezeichnet und Sie, verehrte Webinarteilnehmer, können diese jederzeit noch einmal anschauen. Den Live-Mitschnitt finden Sie wie immer in einem entsprechenden Artikel auf der Startseite von Finanzen.net und auch auf unserer YouTube-Seite. Eine E-Mail mit allen Infos rund um diese Veranstaltung erhalten Sie als Webinarteilnehmer auch noch heute Abend. An dieser Stelle ist es aber immer wichtig und gerade heute sehr wichtig, möchte ich noch hinzufügen, sofern die Technik mitspielt. Und wir hoffen es einfach mal. Markus, vielen Dank für deinen sehr unterhaltsamen Vortrag und auch für die Beantwortung der Fragen. Das hat mir wirklich viel Spaß gemacht. Gibt es etwas, was du unseren Zuschauern noch mit auf den Weg geben möchtest? Dein Schlusswort bitte. Achtet auf eure kostbare Lebenszeit. Davon haben wir viel zu wenig und die können wir im Trading sehr, sehr stark verschwenden. Deshalb, wenn du schneller und kürzer zum Trading-Erfolg kommen möchtest, such dir einen Mentor, den du gut leiten kannst, der sein Handwerk beherrscht und dann kannst du kostbare Lebenszeit sparen und dann wird Trading auch relativ zügig erfolgreich sein. Und dabei wünsche ich euch von Herzen, ganzem Herzen viel, viel Erfolg. Herzlichen Dank, Markus. Das war wirklich ein schöner Vortrag, ein schönes Live-Seminar, wie ich finde. Liebe Zuschauer, Sie sehen gerade noch, wenn Sie sich noch nicht für unseren Webinar-Newsletter eingetragen haben, machen Sie das gerne. Dann erfahren Sie immer, wenn Veranstaltungen stattfinden, wenn es Live-Webinare bei uns gibt. Und wir haben wieder viel dazugelernt. Vielen Dank, Markus, für dein Schlusswort. Das hat mir auch sehr gefallen. Ich wünsche dir noch einen angenehmen Abend. Vielen Dank für deine Zeit. Und bis bald in einem Finanzen.net-Seminar. Und auch bei Ihnen, verehrte Zuschauer, möchte ich mich recht herzlich für Ihr Interesse bedanken. Vielen Dank, dass Sie so zahlreich dabei waren, auch bis zum Schluss, trotz der technischen Probleme. Bis zum nächsten Mal. Ihnen viel Erfolg bei Ihren Investments. Bleiben Sie uns gewogen. Tschüss.